1. Korinther, Kapitel 15. 1. Korinther, Kapitel 15. Ich lese uns die Verse 12 bis 34. Hier heißt es in Gottes Wort: Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist doch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Was werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum lassen sie sich denn für sie taufen? Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich. So wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus, unseren Herrn, habe. Wenn ich nun nach Menschenweisheit mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir? Wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet in rechter Weise nüchtern und sündigt nicht, denn manche sind in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich es euch. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du warst tot, aber siehe, du lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du bist auch in unserer Mitte, wandelst in unserer Mitte, wirkst in unserer Mitte. Und du musst herrschen. Du bist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Du bist der Sieger. Jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge muss bekennen, dass du der Herr zu nennen seist. Und darum du auferstanden hast, sprich du selbst durch dein Wort. Hilf, dass keiner in unserer Mitte unwissend ist über Gott, dass niemand sich schämen muss, sondern dass du selbst uns Erkenntnis gibst. Herr, sei uns gnädig und schenke uns das Leben durch dein Wort. Denn deinen Namen beten wir all dies und preisen dich für deine Treue, für deine Liebe. Amen. 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 Nimmt gerne Platz. Vor kurzem las ich einmal wieder, und ich denke, jeder von euch hat mal so eine Schreckensnachricht gehört. Irgendwo in den Nachrichten steht regelmäßig so etwas wie:
Im Jahre 2029 wird unser Planet Erde eventuell von einem Asteroid getroffen werden. Steht uns der Weltuntergang bevor? Sicherlich viele von euch schon mal gelesen, sowas in der Art. Zumeist nehmen wir solche Nachrichten natürlich nicht sonderlich ernst, verständlicherweise. Aber ihr Lieben, nehmt einmal an. Überlegt einmal, es wäre kein Märchen. Überlegt euch einmal, die NASA hätte das offiziell bestätigt, die Regierung, andere unabhängige Wissenschaftler, alle bestätigen. Stell dir vor, die Nachricht lautet, in genau einem Jahr wird diese Erde getroffen von einem Kometen und die Welt, wie wir sie kennen, wird untergehen. Diese Botschaft, dieses Wissen hätte enorme Auswirkungen, oder? Keiner von uns würde gleich bleiben. Unser aller Leben würde sich verändern. Was würden die Menschen wohl machen? Würden die weiter studieren? Weiter arbeiten? Wahrscheinlich würden sie versuchen, ihre letzten Tage irgendwie zu genießen. Einige würden vielleicht in den Bunker investieren, weiß ich nicht. Aber das Wissen hätte auf jeden Fall Konsequenzen. Wir könnten nicht weitermachen wie bisher. Und wir würden auch nicht weitermachen wie bisher. Unwissende Menschen, in Bezug darauf, die vielleicht im Dschungel leben und abgeschottet von den Medien oder wie auch immer, die würden weiterleben wie bisher. Würde sich nichts ändern. Es wäre eine Botschaft, die alles verändern würde. Eine lebensverändernde Botschaft, die große Konsequenzen, gewaltige Konsequenzen nach sich ziehen würde. Ihr Lieben, wir haben es in der Bibel mit großen, lebensverändernden, wichtigen Wahrheiten zu tun. Und jeder, der nicht unwissend ist in Bezug auf diese Wahrheiten, wird anders leben müssen. Es beeinflusst dein gesamtes Leben, wenn du verstehst, was hier geschrieben steht. Also die Botschaft, dass Jesus Christus gestorben und dass er auferstanden ist, dass es eine Auferstehung von den Toten gibt, das hat gewaltige Auswirkungen, wenn es stimmt. Es muss jeden Einzelnen von uns verändern, für immer, diese Botschaft. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Weißt du, was du glaubst, das bestimmt dein Leben. Das bestimmt dein Verhalten. Es sei denn, du bist unwissend. Es sei denn, du hast doch vielleicht diese ganze Sache mit der Auferstehung nicht richtig durchgedacht und nicht wirklich überlegt, was das für Konsequenzen mit sich bringt. Bei der Gemeinde in Korinth war das der Fall. Einige von ihnen waren unwissend. Dementsprechend sah auch ihr Leben aus. Einige in der Gemeinde zu Korinth sagten, es gebe keine Auferstehung. Und Paulus macht sich jetzt die Mühe, ihnen aufzuzeigen, welche Konsequenzen das hat, wenn man sagt, dass es keine gibt. Und was passiert, wenn man versteht, dass die Auferstehung Realität ist. Das Erste, was wir uns hier anschauen wollen, ist, was hätte es eigentlich für Auswirkungen, wenn es doch keine Auferstehung gäbe? Das ist das Erste, was er behandelt. Die Korinther waren inkonsequent. Sie haben nicht drüber nachgedacht, wenn da jetzt jemand in unserer Mitte behauptet, es gäbe keine Auferstehung, ja, welche Folgen hat das denn? Was bedeutet das dann für uns Christen? Macht das eigentlich, vielleicht ist das so eine nebensächliche Lehre, ob nun Tote auferstehen oder nicht, ob man das nun sagt oder wie auch immer, das macht nicht einen großen Unterschied. Vor einigen Tagen spielte ich gemeinsam mit meinem Sohn mit Dominostein. Kennt das? Man stellt diese Steine hochkant in einer Reihe nebeneinander auf und tippt man den ersten Stein an, fällt er, dann gibt es eine Kettenreaktion. Ein Stein fällt nach dem anderen, die ganze Reihe. Das nennt man Dominoeffekt. Paulus stellt uns hier jetzt bildlich gesprochen eine Dominosteinreihe vor Augen, eine theologische. Fällt der erste Stein, nämlich die Tatsache, dass es eine Auferstehung gibt, fällt das. Dann werdet ihr sehen, welche Folgen das hat, wie ein Stein nach dem anderen fällt. Lass uns mal diese Steine anschauen. Also was passiert, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt? Das Erste, was Paulus nennt, der erste Stein, der fällt, ist, ja, dann wäre Jesus nicht von den Toten auferstanden. Vers 12, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe, wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch der Christus nicht auferweckt. Christus wäre noch im Grab. Christus wäre noch tot. Habt ihr das verstanden, Korinther? Das ist der erste Stein, der fällt. Ein ziemlich großer. Und was passiert dann? Zweite.
dann wäre unsere Predigt inhaltslos. Vers 14. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Dieses Wort inhaltslos, das könnte man noch übersetzen mit leer. Also wirklich ohne Inhalt, ohne Grundlage. Die christliche Verkündigung, das, was wir hier tun, Sonntag für Sonntag, das ist alles null und nichtig. Völlig bedeutungslos, völlig unnütz. Es hilft niemandem. Der dritte Stein, der fällt. Euer Glaube wäre ja dann auch inhaltslos, denn der Glaube kommt ja aus der Predigt. Also Christus ist nicht auferstanden, meine Predigt ist inhaltslos und euer Glaube ist damit inhaltslos. Denn das wäre eine leere Botschaft, die ihr dort vertrauen würdet. Euer Glaube wäre bedeutungslos, unsinnig, unbedeutend, null und nichtig. Er bringt euch überhaupt gar nichts. Euer Glaube wäre Quatsch. Blödsinn. Der nächste Stein. Die Apostel wären falsche Zeugen, sie wären Lügner. Vers 15. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, denn den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Alles, was die Apostel bezeugt haben, dass sie sagen, wir haben den Auferstandenen gesehen, das wäre eine Lüge. Sie wären falsche Zeugen. Die gesamte Gemeinde Jesu Christi wäre aufgebaut auf Lügen, Hirngespinsten, Betrügereien. Das fünfte ist dann, ab Vers 16, denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also die fünfte Konsequenz ist, also wir glauben doch, dass Jesus für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist, ja? Wenn das nicht passiert ist, dann sind wir Lügner und unsere Predigt ist inhaltslos. Und wisst ihr, was das für euch bedeutet, liebe Korinther? Für jeden Christen, ihr seid immer noch in euren Sünden. Zu keiner Zeit ist irgendjemand gestorben für eure Sünden und hätte sich stellvertretend ans Kreuz getragen. Keiner ist an eurer Stelle auferstanden und hat damit die Bestätigung von Gott empfangen, dass die Zahlung offiziell bestätigt akzeptiert ist. Dann ist die Auferstehung da. Nein, dann wäre Jesus ja ein Hochstapler, nicht der prophezeite Messias, und dann hat keiner von euch Vergebung seiner Sünden. Ihr seid alle noch Verbrecher vor Gott, Übertreter seines Gesetzes und steht damit unter seinem gerechten Zorn. Das bedeutet dann sechstens, ja, die verstorbenen Christen, also die, die schon verstorben sind, die sind verloren, denn ihre Sünden wurden nicht vergeben. Vers 18, also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Eure Freunde, die Verwandten, die Christen, die ihr kennt, die verstorben sind, die haben keine Hoffnung auf Leben. Sie sind verloren, dem ewigen Tod überliefert, kein Heil, kein ewiges Leben. Und nun der letzte Stein. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Wir sind die elendsten unter allen Menschen, wenn wir auf Christus und nur in diesem Leben gehofft haben. Ihr habt keinerlei Hoffnung, wenn Christus nicht auferstanden ist. Wir sind die elendsten, das heißt die, die am meisten zu bemitleiden sind. Warum? Ich habe schon öfter gehört, dass Christen so etwas Ähnliches sagen wie, nimm mal an, das stimmt alles gar nicht. Das Christentum ist falsch. Und ich sterbe. Und mit dem Leben ist tatsächlich alles aus. Was soll's? Ich hatte ein gutes Leben. Ich hatte ein schönes Leben, erfülltes Leben. Wenn damit alles vorbei ist, ist doch kein Problem. Ich habe nichts verloren. Ich bin öfter Leute reden hören. Diese Annahme ist falsch. Denn Leute, die so reden, haben anscheinend nicht verstanden, was Christentum bedeutet. Denn Christentum bedeutet, Christus zu folgen und er ist der Gekreuzigte und das bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen und sich selbst zu verleugnen. Wäre dieses Leben alles, was ein Christ hat, dann ist er zu bemitleiden. Christen haben nämlich kein einfacheres Leben, sondern wenn sie Christus ernsthaft nachfolgen, dann müssen sie viel einbüßen. Also nicht einmal, nehmen wir mal als Beispiel, dass wir ausgegrenzt werden, verspottet werden, vielleicht sogar verfolgt werden, für unseren Glauben leiden müssen. Außerdem sehen wir Christen uns als Diener aller anderen. Das heißt, wir haben unser Leben darin investiert, anderen zu dienen, für andere da zu sein, selbst unsere Feinde zu segnen und ihnen Gutes zu tun. Wir haben unser Leben darin investiert, anderen eine Botschaft zu bringen, die ja dann nur eine Lüge war. Andere von Herzen darin Zeit zu investieren, zu beten,
für andere. Wenn wir generell zu Gott zu beten und alles war nur Zeitverschwendung. Wir investieren unsere Zeit darin, uns Sonntag für Sonntag zu treffen, um aus einem alten Buch vorzulesen und darüber nachzudenken, was das heute für uns zu bedeuten hat. All das wäre Zeitverschwendung. Oder dass wir uns üben in Selbstbeherrschung und kein zügelloses Leben leben, sondern bemüht sind, gerecht und rein und heilig zu leben, uns nicht zu betrinken, nicht der Unzucht hinzugeben, nicht der Völlerei, nicht einem ausgelassenen Lebensstil nachzugehen. Wir investieren so viel Zeit darin, nachzudenken über die Ewigkeit. Und während andere Menschen denken, ist doch alles gar kein Problem und sich ihres Lebens einfach nur freuen, trauern wir über unsere Sünde und tun Buße. Und reflektieren unser Leben regelmäßig und wollen Gott immer mehr die Ehre geben. Ihr Lieben, Nichtchristen führen scheinbar ein weitaus unbeschwerteres Leben als wir. Denkt einmal darüber nach, was Paulus sagt in 2. Korinther 11, wo er aufzählt, was er alles für Jesus erleidet. Er sagt dort, in Mühen war ich umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einbekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht, oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühen und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und in Durst, in Fasten oft und in Kälte und Blöße, außer dem Übrigen noch, was täglich auf mich eindringt, nämlich die Sorge um alle Gemeinden. Das beste Leben auf Erden? Nein. Ihr Lieben, wenn dieses Leben von Paulus hier das einzige wäre, was kommt, dann ist Paulus die elendste Kreatur auf der ganzen Erde. Er ist zu bemitleiden, denn er hat sich für dieses Leben entschieden. Von Herzen. Christus so zu dienen. Wenn Christus nicht tatsächlich auferstanden ist und ihm nicht erschienen ist, er ist nur zu bemitleiden. Paulus hat alles eingebüßt. Seine Ehre, seinen Status, sein Leben. Er hat sozusagen alles investiert auf ein Konto, nämlich die Ewigkeit auf Christus. Aber wenn Christus nicht auferstanden ist, hat er alles verloren. Gottlosen scheint es oft so viel besser zu gehen. Mehr Genuss, denken wir. Sie leben gleicht manchmal einer ausgelassenen Feier. Ja, und wenn das alles nicht stimmt mit Christus, dann sind wir zu bemitleiden. Wir sind bemitleidenswerte Kreaturen, weil wir unser Leben dann sinnlos verschwendet haben, weil wir es in ein Leben investiert haben, das nach dem Tod kommt, welches es dann gar nicht gibt. Seht ihr, alles im Christentum fällt, ein Stein nach dem anderen, wenn der erste Stein fällt, nämlich die Auferstehung. Das ist die logische Folge, das ist die Konsequenz. Aber ihr Lieben, Preis und Ehre sei Gott. Ganz egal, was einige unter den Korinthern sagen, Vers 20. Aber Christus ist aus den Toten auferweckt. Er lebt. Wenn wir das hören, steht gleich alles in einem ganz anderen Licht von dem, was ich gerade von Paulus vorgelesen habe. Ist er zu bemitleiden oder ist er glücklich zu preisen? Das heißt, all diese Dominosteine kannst du getrost wieder aufstellen. Nein, besser gesagt, der christliche Glaube ist kein Dominospiel. Das, was die Bibel lehrt, ist zuverlässig. Alle Annahme wert, es gründet auf festen, unerschütterlichen Grundlagen, Fundamenten. Es ist unbeweglich, unwiderlegbar. Wir haben das treue, zuverlässige Zeugnis, wie wir letzten Sonntag gehört haben, von Gott, von den Aposteln, von der Heiligen Schrift. Wir müssen all diese 7 Steine sozusagen wieder aufrichten. Das bedeutet, ja, Jesus lebt. Er ist tatsächlich der einzig wahre, von Gott gesandte Retter.
Das bedeutet, unsere Predigt ist nicht umsonst. Es ist nicht inhaltslos. Was wir tun, hat einen Sinn. Es ist von Bedeutung. Wir haben wirklich was zu sagen. Das bedeutet auch, dein Glaube ist nicht inhaltslos. Dein Glaube ist voller Bedeutung, ewiger Bedeutung, voller Inhalt, voller Segen. Oh, das bedeutet auch, die Apostel sind keine falschen Zeugen. Sie haben die Wahrheit verkündigt. Sie sind vertrauenswürdig, zuverlässig. Das bedeutet auch, wir sind nicht mehr an unseren Sünden. Wir haben die Vergebung unserer Sünden. Wir sind freigesprochen von jeder Schuld. Wir haben die Vergebung. Und das bedeutet auch, unsere Geschwister, die schon verstorben sind, sie leben. Sie leben in aller Ewigkeit und sie sind nicht verloren. Sie haben das Heil. Sie sind jetzt bei dem auferstandenen Christus im Paradies. Und, ja, wir sind nicht die elendsten Menschen, sondern die gesegnetesten. Wir sind nicht zu bemitleiden, wir sind glücklich zu preisen. Wir haben das Leben in Fülle. Ja, Christi Auferstehung hat gewaltige Auswirkungen auf unser Leben. Paulus fährt nun fort, indem er den Korinthern aufzeigt, warum die Auferstehung Jesu Christi eigentlich so große Auswirkungen auf uns hat. Das ist der zweite Punkt. Also warum hat die Auferstehung Christi eigentlich so gewaltige Auswirkungen auf die Christen, auf uns? Abvers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis alle seine Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, denn alles hat er unter seine Füße unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Paulus erinnert hier die Christen an den ersten Menschen. Adam, der war im Paradies. Ihr wisst, was geschah. Er entschied sich gegen Gott, der das Leben ist. Er entschied sich für die Sünde und wurde vertrieben aus dem Paradies. Und ihr müsst jetzt verstehen, das, was Adam tat, das war nicht irgendwie so eine kleine, unbedeutende Sache, die nur ihn persönlich was angeht. Das war nicht irgendwie ein isolierter Moment, was nur persönlich nur mit ihm zu tun hätte. Nein, was Adam tat als der erste Mensch, dass er aus dem Paradies ausgeschlossen wurde, dass er nun dem Tod und ausgeliefert wurde, weil er dann starb und nicht mehr lebte. Was er tat, betraf alle seine Nachkommen. Seitdem Adam nicht mehr im Paradies war, waren auch alle Kinder, die Adam und Eva gezeugt haben, nicht mehr im Paradies. Und alle, die folgten, kein Mensch mehr. Durch sein Verhalten bestimmte Adam das Schicksal aller Menschen, die von ihm abstammen sollten. Wir alle gehören zu Adam, ist der Vater aller Menschen. Und seine Entscheidung für den Tod, gegen das Leben, gegen Gott, hat alle Menschen mit sich in den Tod gerissen. Wir sehen, was er tat, hatte gewaltige Auswirkungen auf die Menschheit. Und zwar negative Konsequenzen, nämlich den Tod. Jesus nun wurde von Gott gesandt, um das Leben wiederzubringen, um alles wiederherzustellen, was Adam vermasselt hat. Er ist der Heiland, der alles wieder heil macht. Durch einen Menschen, nämlich durch Adam, kam der Tod. Aber durch den einen Menschen, nämlich Jesus Christus, kam das Leben. Paulus sagt uns in Vers 20, dass Jesus der Erstling der Entschlafenen ist, also der Erstling aus den Toten. Dieses Wort Erstling kommt aus dem Alten Testament. Wenn die Ernte eingeholt wurde, also wenn sie reif wurde, dann nahm man den ersten Teil, den man geerntet hat, und weihte ihn Gott. Man dankte Gott für die Ernte und man vertraute darauf, dass er seinen Segen schenken wird auf den Rest, sodass der Rest in Fülle eingeholt werden wird. Wenn Jesus nun der Erstling ist, dann bedeutet das,
Er ist der Anfang von der großen Ernte, die noch folgen wird. Jesus ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist, und die, die zu ihm gehören, werden ihm folgen. Nun werdet ihr vielleicht fragen, Jesus ist doch nicht der Erste, der von den Toten, aber er ist doch nicht der Erstling der Toten. Er ist doch nicht der Erste, der auferstanden ist. Im Alten Testament lesen wir sogar schon von Totenauferstehung. Oder was ist mit Lazarus? Der ist doch schon den Toten auferstanden. Nun, du musst verstehen, alle, die vor und auch die nach Jesus auferweckt wurden, starben wieder. Lazarus wurde auferweckt, aber er starb wieder. Jesus ist der Erste und der Einzige bisher, der auferweckt wurde, um niemals mehr zu sterben. Römer 6, Vers 9. Wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Er ist der Erste, der auferstanden ist mit einem Auferstehungsleib, um ewig zu leben und den Tod nie wieder zu schmecken. Jesus war der Erste. Aber das Versprechen ist hier als Erstling, ihm werden viele folgen. Eine unzählbare Schar. Es gibt ja einen kausalen Zusammenhang zwischen Christus und allen Christen. So wie wir alle verbunden sind mit Adam, teilen wir auch mit Adam sein Schicksal, nämlich das Leben in der Sünde und den Fluch des Todes. Sind wir mit Christus verbunden, so nehmen wir Anteil an dem, was Christus für uns erworben hat, nämlich die Vergebung der Sünden und damit das ewige Leben. Vers 22, denn wie in Adam alle sterben, so werden wir auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, so dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Christus wurde zum Urheber des Lebens, weil er die Ursache des Todes beseitigt hat, nämlich die Sünde. Und er besiegte den Tod, das zeigt er durch seine Auferstehung. Er ist stärker als der Tod. Jesus hat den Sieg über den Tod errungen. Und wer jetzt zu dem Sieger gehört, hat Anteil an dem Sieg über den Tod. Jesus ist der siegreiche Anführer, deswegen benutzt Paulus hier auch eine militärische Sprache. Wenn er sagt, jeder in seiner eigenen Ordnung, Erstling und dann die anderen, das ist militärische Sprache. Er ist der Anführer, der Ranghöchste, der Sieger, er hat den Tod besiegt und alle, die zu ihm gehören, werden ihm folgen. Wir werden alle auferweckt werden und werden ihm nachgehen in die ewige Herrlichkeit. Erst Christus und dann all jene, die Anteil haben an seinem Leben. Adam repräsentiert alle Menschen, weil sie alle biologisch von ihm abstammen. Er bestimmt ihr Schicksal. Wer zu Christus gehört durch seinen Geist, durch den Glauben an ihn und verbunden, verwachsen ist mit ihm, einen wahren Glauben, wird durch Christus repräsentiert und sein Schicksal wird von nun an von Jesus bestimmt. Und das ist die ewige Herrlichkeit, das ewige Leben. Werden denn alle auferweckt zum ewigen Leben? Nun, was steht in Vers 23? Lies genau. Vers 23 heißt es, die werden auferweckt, die zu Christus gehören. Es gibt Menschen, die gehören zu Christus und es gibt Menschen, die gehören nicht zu Christus. Jesus kommt wieder und das ist ein größeres Ereignis als der Einschlag eines Komets. Jesus kommt mit Feuer, sagt die Bibel. Und alle werden ihn sehen. Viel schrecklicher, viel furchteinflößender als jeder Asteroid. Der Asteroid, der mag uns vernichten und das war's. Keiner kann vor Christus fliehen, jeder muss vor seinem Thron kommen. Und jeder wird gerichtet und es gibt eine ewige Strafe oder ewigen Lohn. In Johannes 5 haben wir es nicht heute gelesen? Wundert euch nicht darüber. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine, nämlich die Stimme Jesu, hören werden. Und sie werden hervorkommen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens und die das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Es gibt nur diese beiden. Auferstehung zum Leben oder Auferstehung zum Gericht. In dem Propheten Daniel Kapitel 12 heißt es, und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, verstorben sind, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Zur Schande, zum ewigen Abscheu.
Dann heißt es, und die Verständigen, die Gott erkannt haben, die Christus erkannt haben, werden leuchten wie der Glanz der Himmelfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, wie Paulus gepredigt haben, Christus gepredigt haben, ihr Leben daran investiert haben, andere auf die Gerechtigkeit hinzuweisen, sie werden leuchten wie die Sterne immer und ewig. Paulus war verachtet, verspottet. Er war ein Narr vor den Augen der Menschen in dieser Welt. Aber in der Auferstehung wird er heller leuchten als die Sterne im Himmel. Die Auferstehung der Gerechten zum ewigen Leben. Die Frage ist, an welcher Auferstehung du teilhast. Entweder gehörst du zu Adam, bist in deiner Sünde unter dem Tod und wirst auferstehen zur ewigen Abscheu. Oder du gehörst durch den Glauben zu Christus und wirst die ewige Herrlichkeit, das ewige Leben erlangen. Was Adam tat, hatte große Konsequenzen. Wer zu ihm gehört, muss sterben. Was Jesus getan hat, hatte gewaltige, unfassbare Konsequenzen. Er hat den Tod besiegt und jeder, der zu ihm gehört, hat Anteil an diesem Sieg. Wisst ihr, Gott gab Adam einen einfachen Auftrag. Er sollte Gott untergeordnet sich die Welt unterordnen. Das heißt, er sollte sich die Welt untertan machen. Er sollte herrschen über die Welt, aber unter Gottes Befehl, unter Gottes Macht. Er hat aber versagt. Wie? Er wollte sich über Gottes Macht stellen. Er wollte sein wie Gott. Nun wurde Jesus gesandt als der bessere Adam. Oder wie Paulus sagt, der zweite Adam. Der wirklich den Auftrag des Herrn erfüllt, der Menschensohn. Er hatte einen Auftrag vom Vater, dass er kommen sollte, um zu dienen, um die Welt zurückzuerobern und wieder heil zu bringen. Er sollte die Werke des Teufels zerstören. Er sollte das Unheil der Sünde beseitigen. Er sollte die Menschen erlösen von dem Tod. Adam wurde versucht im Paradies. Er hatte so viele schöne Früchte um sich herum. Er hatte es gar nicht nötig, davon zu essen. Aber der Satan hat es geschafft, Adam und Eva reinzulegen. Jesus ist 40 Tage in der Wüste, er hungerte, er hatte nichts zu essen. Bei ihm hätte man verstehen können, wenn er was isst, was er nicht essen soll. Und er widerstand dem Satan. Er ist größer als Adam. Er ist mächtig, er besiegt den Satan. Und er wollte sich nicht diese Welt irgendwie, er wollte sie nicht ergattern oder erobern, unrechtmäßig, indem er niederwirft vor dem Satan, der ihm alle Macht verspricht und alle Königreiche der Welt. Nein, er hat seinen Auftrag erfüllt. Er kam als Gottesknecht und hat seine Mission erfüllt. Es heißt hier in unserem Text, dass Jesus alle Macht gegeben wurde. Er hat alle Herrschaften und alle Gewalten, alle Mächte besiegt und zu seinen Füßen gelegt. Alles, was sich gegen Gott erhebt, alles, was Gott widerstrebt, alle gottesfeindlichen Mächte, seien es menschliche Mächte oder dämonische Mächte, alles muss vor Jesus Christus niederfallen, alles wird zu seinen Füßen gelegt. Und wir lesen in der Offenbarung, alle wieder göttlichen Mächte werden in den ewigen Feuersee geworfen. Jesus muss herrschen. Wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird er seinen letzten Feind besiegen. Das ist der letzte Gottesfeind. Das heißt ja in Vers 25, denn er muss herrschen, bis alle seine Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als der letzte Feind wird der Tod weggetan, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Es war der Auftrag des Menschensohnes, Jesus Christus, als der Messias, als der Retter zu kommen, um Gottes Reich wieder aufzurichten unter den Menschen. Um die Ordnung wiederherzustellen, um die Menschen zu versöhnen und die Feinde Gottes zu richten und zu vernichten in aller Ewigkeit. Dieses Ziel hat er erfüllt. Er kommt und sagt, Vater, ich habe den Auftrag erfüllt. Alles ist dir wieder untergeordnet. Da ist keine Macht mehr, die sich noch irgendwie gegen dich erheben könnte. Ich habe sie alle gerichtet, ich habe sie alle vernichtet. Der Auftrag ist erfüllt, Vater im Himmel. Alles soll dir dienen. Und der Sohn ehrt den Vater und zollt ihm den Respekt. Er tut genau das, was Adam nicht tat. Er kam. Er unterwirft sich als der Menschensohn und sagt, der Auftrag ist erfüllt. Alles
ist dir unterworfen. Und ich, dein Knecht, der Gottesmensch, der Menschensohn, bin dir unterworfen und erfülle somit alles, was Adam nicht erfüllt hat. Adam brachte seinen Nachkommen dem Tod, weil er gegen Gott rebellierte. Jesus brachte all seinen Nachkommen, die zu ihm gehören im Glauben, das ewige Leben, weil er sich Gott ganz unterworfen hat. Weil er sich Gott dem Vater ganz unterworfen und unterstellt hat und sein Knecht wurde, als er Mensch war. Es heißt in Philipper 2, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und in der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesus sich jedes Knie beuge, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Christus Jesus Herr ist. Und jetzt hört einmal zur Ehre Gottes des Vaters. Dass Jesus sich so erniedrigt hat, sich so in den Tod begeben hat, diente zur Ehre Gottes des Vaters. Er wollte zeigen, was die wahre Bestimmung eines Menschen ist. Nicht einer, der sich stellt über Gottes Thron, sondern einer, der sich unterwirft. Jesus regiert schon jetzt, heißt es hier. Er herrscht bereits. Der Höhepunkt aber seiner Herrschaft wird seine Wiederkunft sein, wo er all jene auferweckt, die zu ihm gehören, und all jene auferweckt zum Gericht, die ihn abgelehnt haben. Und dann an diesem Tag, wenn er wiederkommt, dann wird er jeden seiner Feinde für immer beseitigen. Und selbst der Tod wird für immer vernichtet sein, der letzte Feind. Nun sehen wir Jesus Christus ja noch nicht alles unterworfen. So sagt es zum Beispiel der Hebräerbrief Kapitel 2. Also du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Hier ist die Rede von Jesus. Du hast ihn alles unter seine Füße gelegt. Denn indem er ihn alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt hört mal. Jetzt aber sehen wir ihn noch nicht alles unterworfen. Jesus hatte recht, als er sagte, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ja, er sitzt doch schon zu Rechten Gottes, er regiert. Aber wir sehen ihn noch nicht alles unterworfen. Das wird erst sichtbar, wenn Jesus Christus wiederkommt und jeden seiner Feinde vernichten wird. Dann wird sichtbar, dass ihm alles unterworfen ist. Wo jetzt noch Menschen ihre Faust gen Himmel ballen und schreien, ich unterwerfe mich nicht, wird an dem Tag sichtbar, sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen. Und selbst dem letzten Feind, nämlich den Tod, ihm wird Prozess gemacht. Der Tod, der eigentlich die Strafe war, der Tod wird verurteilt zur ewigen Verdammnis. Er wird in den Feuersee geworfen, heißt es in der Offenbarung. Der Tod, die letzte Konsequenz, Satan und alle, die dem Tod unterworfen sind. Verstehst du, was Jesus getan hat, hat Auswirkungen auf den ganzen Kosmos, auf die ganze Welt. Die Auferstehung Jesu hat so große Auswirkungen auf das ganze Universum und die Frage ist, ob es auch Auswirkungen auf dein persönliches Leben hat. Die Auferstehung Jesu Christi hat Auswirkungen auf jeden Einzelnen, der zu Jesus Christus gehört. Wir sehen hier auch ein Beispiel, nämlich der Apostel Paulus, das ist der dritte Punkt. Welche Auswirkungen hat denn die Auferstehung auf das Leben von Paulus gehabt? Er sagt hier, Vers 29, was werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum lassen sie sich denn für sie taufen? Warum sind wir auch jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich. So wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, denn ich, den ich in Christus Jesus, unseren Herrn, habe. Wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir? Hier in diesem Text sehen wir, welche Auswirkung die Auferstehung Jesu Christi auf das Leben von Paulus hatte. Wir sehen hier, wie dieses Wissen, dass Jesus Christus tatsächlich auferstanden ist, das Leben von Paulus verändert hat. Denn Paulus war konsequent. Wir sehen hier, er wusste, dass das eigentliche Leben noch kommt. Das bedeutet, ich kann hier bereit sein, mein Leben zu geben. Darauf will ich gleich genauer eingehen, aber ihr wartet eigentlich darauf, dass ich was zu Vers 29 sage, was es nämlich bedeutet, dass man sich für Tote taufen lässt. Hier steht ja, was werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen, wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum lassen sie sich denn für sie taufen? Taufe für Tote? Was ist hier los?
Was hat das zu bedeuten? Nun, es gibt ungefähr 40 verschiedene Auslegungen zu diesem Vers. Er gehört zu einem der schwersten im gesamten Neuen Testament. Ich will euch zunächst einmal sagen, was es auf jeden Fall nicht bedeutet, wo ihr euch ganz sicher sein könnt. Es bedeutet nämlich nicht das, was die Mormonen oder die Neuapostolische Kirche lehren. Die Mormonen und die Neuapostolische Kirche, die glauben, dass es sich hier um ein Gebot handelt, nämlich sich stellvertretend für Verstorbene taufen zu lassen. Die Mormonen sagen zum Beispiel, gerettet werden kann man nur, wenn man getauft wurde. Nun sind aber schon viele Menschen verstorben, die ja nie die Möglichkeit hatten, sich von den Mormonen taufen zu lassen. Also will Gott, dass sie durch die stellvertretende Taufe den Weg zum ewigen Leben finden. Das bedeutet konkret, ein Mormone nimmt sich den Namen einer verstorbenen Person, geht in den Tempel der Mormonen und lässt sich dann stellvertretend für diese Person taufen. Im Jenseits hat die verstorbene Person dann die Möglichkeit, sich dafür zu entscheiden, ob man diese Taufe annehmen möchte oder nicht. Und deswegen betreiben die Mormonen auch diese verrückte Ahnenforschung. Sie geben sich so viel Mühe, alles über die Verstorbenen rauszufinden, weil sie glauben, sie müssen sich für diese Verstorbenen taufen lassen, damit sie gerettet werden können. Darum, ich fragte mal einen Mormon mal, wie oft hast du dich denn schon stellvertretend taufen lassen? Und er sagt, er kann es gar nicht zählen so oft. Ja? Das heißt, die machen das ständig, sehr oft, viele Taufen nacheinander. Du kommst mit einer großen Liste von Namen, nacheinander lässt du dich für jeden einzelnen taufen. Und im Jenseits hat die Person dann die Möglichkeit, das anzunehmen oder nicht. Auch so bei der Neuapostolischen Kirche. Dreimal im Jahr finden die sogenannten Gottesdienste für den Schlafenden statt. Bei den Neuapostolen gibt es nach ihrem Glauben noch Apostel. Und die führen dann bei diesen Gottesdiensten für den Entschlafenen stellvertretend die Taufe, vollziehen sie nämlich an zwei Priestern. Ja? Aber allgemein für Verstorbene, da müssen keine Namen genannt werden. Allgemein. Sie glauben nämlich, dass die unerlösten Seelen noch die Möglichkeit haben, im Jenseits gerettet zu werden. Und darum betet man auch, dass sie die Gnade der Errettung noch empfangen. Wir glauben, dass im Jenseits gläubige Seelen unter den verlorenen Seelen missionieren, die Möglichkeit haben, sie zur Umkehr zu rufen. Und aus dem Diesseits dann, hier, ruft ein Apostel, lädt die Verstorbenen, er spricht sie tatsächlich an, ja, er ruft sie und lädt sie ein und sagt, sie können Anteil nehmen an dem Abendmahl, an der Taufe, an der Versiegelung, wie sie es nennen, im Geist. Und wenn die Verstorbenen das dann wollen, dann empfangen sie diesen Segen. Ich denke, ich muss nicht viel dazu sagen, dass das nicht mehr Christentum ist, sondern Spiritismus. Ich denke, das ist deutlich. Also ich kann euch sicher sein, wenn diese Stellen überhaupt... Also ich kann euch sagen, das bedeutet sie auf keinen Fall. Ja? Diese Stelle bedeutet das auf keinen Fall. Nehmen wir mal an, die Mormonen oder die Neuapostolen hätten ihr Recht. Paulus möchte das hier sagen. Warum wird das in einem Nebensatz irgendwo erwähnt? Wenn das tatsächlich der Fall wäre, dann würde Paulus ständig davon schreiben, dass wir dafür beten müssen, dass wir darum ringen müssen, dass wir uns taufen lassen, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass Menschen im Jenseits das noch empfangen könnten. Völliger Humbug. Das wird nirgendwo geschrieben, in der gesamten Heiligen Schrift wird nichts davon berichtet. Ganz im Gegenteil. Es wird immer wieder gesagt, dass wenn du deinen letzten Atemzug hier genommen hast, es vorbei ist. Es gibt keine Entscheidung mehr im Jenseits. Ich kann euch versichern, das ist auf jeden Fall nicht, was Paulus sagen wollte. Aber was heißt es dann? Nun, die meisten guten Ausleger sagen, dass die Toten, von denen hier die Rede ist, im Griechischen ist das tatsächlich möglich, meint gar nicht andere Tote, sondern es meint die Person selbst, die sich taufen lassen. Man könnte es also übersetzen in dem Hinblick darauf, Menschen lassen sich taufen im Hinblick darauf, dass sie sterben werden. Das heißt, dass sie selbst zu den Toten gehören werden. Das ist vom Griechischen tatsächlich möglich. Das heißt, wenn ich mich taufen lasse, dann ist das ja ein Ausdruck davon, dass ich glaube, dass ich auferstehen werde mit Jesus. Ich lasse mich in deinen Tod taufen, ich werde auch mit dir leben, das heißt, du wirst mich auch auferwecken zum ewigen Leben. Warum lasse ich mich taufen? Weil ich an ein ewiges Leben glaube, durch Jesus Christus. Warum lassen sich denn Leute taufen im Blick darauf, dass sie eines Tages sterben werden, damit sie Leben haben, wenn gar keine Toten auferstehen? Das würde keinen Sinn machen. Ich finde diese Auslegung sehr plausibel. Ich möchte euch noch eine andere Auslegung weitergeben, die für mich auch sehr viel Sinn macht, die ich persönlich präferiere. Wisst ihr, in Korinth gab es ein Problem.
Wir haben uns intensiv damit beschäftigt. Einige sagten, ich bin des Paulus. Er kritisiert sie dafür. Ja, er sagt in 1. Korinther Kapitel 1, dann ist etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf dem Namen des Paulus getauft worden? Die haben sich da gestritten und jeder hat sich irgendwie dafür gerühmt, von wem er getauft wurde oder aufgrund von welcher Predigt er getauft wurde. Gehöre ich jetzt zu Petrus, der gepredigt hat, oder zu Paulus, der uns gelehrt hat? Und es gab diese verschiedenen Fraktionen. Und Paulus macht ihnen deutlich, das haben wir gelernt, dass das alles Blödsinn ist, was sie sagen. Sie brauchen sich überhaupt nichts darauf einbilden, aufgrund welcher Person sie sich jetzt haben taufen lassen. Paulus erklärt ihnen, dass nämlich die Apostel eigentlich nur das Allerletzte sind. Der Kehricht dieser Welt. In Kapitel 4 lesen wir, dass Gott, sagt Paulus, dass Gott die Apostel zum Tode bestimmt hat. Sie sind wandelnde Tote. Sie sind allezeit dem Tod nah, um Christi willen, damit die Gemeinde, damit die Erwählten gerettet werden, die Gemeinde gebaut wird. Das Verstorbensein des Apostels, obwohl er lebt, dass er im Tod ist, ist ein Thema, das sich durch die gesamten Korintherbriefe zieht. Allein im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, 4, 5, 6, 11, überall geht es darum, dass der Apostel Paulus im Tode sozusagen ist. In 2. Korinther 4, ich lese euch mal ein Beispiel vor. Da sagt er, 2. Korinther, Kapitel 4, Abvers 10, allezeit tragen wir das Sterben Jesu am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert. Wir werden ständig dem Tod überliefert, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Leib offenbar werde. Und jetzt hört einmal Vers 12. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Paulus sagt den Korinthern, wie Apostel, ich bin im Tod für euch. Mein Tod wirkt in euch das Leben. Das heißt, ich leide, ich gebe mich hin, ich gebe mein ganzes Leben. Ich bin bereit, mich töten zu lassen, alles zu geben. All diesen Katalog, den ich aufgezählt habe. Er ist bereit, das alles zu tun, damit Menschen zum lebendigen Glauben kommen, sich taufen lassen, zur Gemeinde gehören, zu der ewigen Gemeinschaft der Geretteten, Erlösten. Und das ist auch der unmittelbare Kontext, wenn ihr mal weiterlest. Also Vers 29, was werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen, wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden? Warum lassen sie sich denn für sie taufen? Warum sind wir auch jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich. So wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus, unseren Herrn, habe. Wer sind die Toten, für die sich manche taufen lassen? Und ich glaube, Paulus ist einer dieser Toten. Er stirbt täglich für die Gemeinde. Es wird ein bisschen im Griechischen oder hier im Deutschen in der Übersetzung wird es nicht ganz deutlich, weil die Elberfelder hier plötzlich mit denn übersetzt, mit auch übersetzt, wo es heißt, warum sind auch wir dann in Todesgefahr oder im Tod? So als ob Gott, als ob Paulus hier etwas hinzufügen will. Ich würde mit denn übersetzen, wie sie Elberfelder es auch macht, dem Satz zuvor. Das heißt, ich würde sagen, wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum lassen sie sich denn für sie taufen? Warum sind wir denn jede Stunde in Gefahr? Ich sterbe täglich. Menschen haben sich taufen lassen aufgrund von Paulus und Petrus, Apollos, die Christus bezeugt haben. Männer, die sterben. Wenn die nicht auferstehen, warum lasst ihr euch denn aufgrund ihres Zeugnisses taufen? Täglich sterbe ich. Er sagt, so wahr ihr mein Ruhm seid. Ihr seid doch in Christus durch meine Bemühungen zum Glauben gekommen. Ihr seid mein Ruhm. Und täglich sterbe ich dafür. Er sagt hier Vers 32, wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir? Paulus war gerade in Ephesus, als er diesen Brief an die Korinther schrieb, und er war dort in Todesgefahr. Er hatte Gegner, die er als wilde Tiere bezeichnet, und er setzte sein Leben tatsächlich aufs Spiel für die Gemeinde. Darum sagt er in 1. Korinther 16, ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden und der Widersacher sind viele. Das sind viele wilde Tiere, wilde Menschen, die mich sozusagen umzingeln, die mich töten wollen. Wir können das lesen, Apostelgeschichte 19, diese Gegenwehr. Und Paulus war bereit, im Tod zu sein, dem Tod Christi gleichgestaltet zu werden, damit andere das Leben finden. Philipper 3, Vers 10. Eines will ich, Christus und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zu der Auferstehung aus den Toten. Paulus war, und selbst wenn das dieser Vers hier nicht sagt, wenn ich mich irre, und die erste Auslegung ist zum Beispiel richtig, Paulus ist Fakt, Paulus war ein toter Mann für die Gemeinde, damit sie lebt. Er ging in den Tod, damit andere das Leben finden. Wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt, ist das alles umsonst.
Was lasst ihr euch taufen auf das Zeugnis von diesen toten Männern hin, wenn alles null und nichtig ist? Wenn die Toten nicht auferweckt werden, was kämpft Paulus mit wilden Tieren, die ihn zerfleischen wollen? All sein Einsatz, all sein Leben, das er ausgießt in den Tod für sie, ist null und nichtig. Aber Paulus wusste, ich werde auferstehen. Ich werde leben. Und darum bin ich bereit, jetzt mein Leben zu geben, damit ihr Leben habt. Hier sehen wir die Auswirkung, welche die Auferstehung Christi auf Paulus hatte. Er weiß, dieses eine Leben, und er sagt in Apostelgeschichte 20, ist es, glaube ich, sagt er, ich halte mein Leben nicht der Rede wert. Ich bin bereit, mein Leben ganz zu geben, damit andere leben. Andauernd bin ich in Todesgefahr. Ich sterbe täglich. Ich lese er noch einmal in 2. Korinther 4 und ihr seht, was das zu tun hat mit der Auferstehung dann. Ab Vers 11. Denn ständig werden wir, die Lebenden, den Tod überliefert um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Und jetzt weiter Vers 14. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunehme und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich mache. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, also wenn wir misshandelt werden, wenn wir gemartert werden, wenn wir leiden müssen um Christi Willen, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Wie hat die Auferstehung Jesu Christi Paulus verändert? Es hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Er war bereit, sein Leben hinzugeben, die Bedrängnis auf sich zu nehmen, ein Toter zu sein, damit andere sich taufen lassen, gerettet werden, glauben. Sein Leib geht zugrunde, aber er tut all das, weil er auf die unsichtbare, ewige Welt hofft, auf die Auferstehung aus den Toten. Denn alles geschieht um euretwillen, sagt er, damit die Gnade zunehme, durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich mache. Ich leide, ich sterbe, damit eine immer größere Zahl, damit immer mehr Menschen Gott die Ehre in Jesus Christus geben. Das ist das Ziel meines Lebens. Ich lebe, nein, ich sterbe. Ich gebe mein Leben hin für Christus, der für mich gestorben und auferstanden ist, auf das viele Menschen leben, sich taufen lassen, gerettet werden. Wie kann Paulus all diese Mühe auf sich nehmen? Er kann ein Toter sein, weil er glaubt an die Auferstehung. Wie Paulus schreibt in 2. Korinther 6, Vers 9. Wir sind Sterbende und siehe, wir leben. Welche Auswirkung hat die Auferstehung auf Paulus? Eine gewaltige Konsequenz. Nun die Frage, welche Auswirkungen, und das ist dann der vierte Punkt, der letzte Punkt. Welche Auswirkungen sollte die Auferstehung dann auf dich haben, also auf jeden einzelnen Christen? Und hier sind wir schon mitten bei unserer praktischen Anwendung. Der vierte Punkt ist die praktische Anwendung, denn Paulus selbst gibt uns hier in diesem Text viele praktische Anwendungen, schwarz auf weiß. Zu 31b, wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet in rechter Weise nüchtern und sündigt nicht. Denn manche sind in Unwissenheit über Gott zur Beschämung, sage ich es euch. Das ist die praktische Anwendung. Was bedeutet es, die Auferstehung zu glauben und dann weiterzudenken, welche Konsequenzen dieses Wissen hat in meinem Leben? Was passiert dann, wenn ich das nicht glaube? Wie lebe ich dann? Vers 32. Also wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann lasst uns essen und trinken, dann morgen sterben wir. Paulus zitiert hier eigentlich aus Jesaja 22. Das assyrische Heer hatte Jerusalem zingelt sozusagen, Jerusalem einnehmen, aber die Menschen in Jerusalem waren sorglos.
Anstatt jetzt irgendwie den Herrn anzurufen und Buße zu tun, umzukehren, sagen sie, gut, essen und trinken wir, genießen wir noch unser Leben, morgen sind wir eh tot. Ist das nicht die Einstellung, die wir heute sehen, allen Menschen um uns herum? YOLO, you only live once. Du lebst einmal und du genießt dieses Leben hier, weil das ist alles, was du hast. Genieß es in vollen Zügen. Es kommt nichts mehr. Es ist vorbei. Und deswegen spielt es auch keine Rolle, wie du lebst, weil du musst von niemandem jemals Rechenschaft dafür abgeben. Es geht nur um deinen Genuss. Es geht nur um deine Freude. Wer nicht die Auferstehung glaubt, wer nicht daran glaubt, der lebt allein für das Hier und für das Jetzt. Aber wer wirklich informiert ist, wer weiß und glaubt, dass es eine Auferstehung gibt, der wird anders leben. Der wird nicht alles darin finden, zu essen und zu trinken und einfach nur das Hier und Jetzt irgendwie zu genießen. Er wird anders leben. Wenn er diese Weile nicht in Unwissenheit ist über Gott, wenn er wahre Erkenntnis hat von der Auferstehung, dann wird er anders leben. Wie? Lass uns die Konsequenzen von der Auferstehung einmal betrachten, die Paulus hier aufzählt. Das erste ist hier, irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Nun gab es einige in Korinth, die gesagt haben, es gibt keine Auferstehung und so sahen dann auch ihre Sitten aus. Ihre Moral. Paulus sagt, dass solche Menschen gemieden werden sollen. Wisst ihr, wenn ihr Umgang habt mit solchen Menschen, die nur im Hier und Jetzt leben, die sich keine Gedanken darum machen, was noch kommt, die einfach leben, wie es ihnen gefällt, und nur daran denken, wie sie möglichst viel Genuss aus diesem Leben ziehen kann. Diese Gemeinschaft mit diesen Menschen wird deine Sitten verderben. Aber Gemeinschaft mit solchen, die mit einer Perspektive auf die Ewigkeit hin leben, diese Gemeinschaft wird dich stärken, Gott zur Ehre zu leben. Natürlich sollen Christen das Leben auch genießen und Freude haben am Leben, an all den schönen Dingen, die Gott schenkt. Das verbietet uns Gott nicht. Gott fordert uns dazu auf, dass wir uns freuen sollen von Herzen. Unser Leben soll glücklich sein. Aber ihr Lieben, um Christi willen sind wir doch bereit, unser Kreuz auf uns zu nehmen und selbst Schmach und all diese Dinge, die dazugehören, wenn man Christus folgt, dann haben sie ihn gehasst, werden sie auch uns hassen. Bist du denn mit solchen Menschen zusammen, die sagen, es ist mein Glück, auch die Schmach Christi auf mich zu nehmen und ich glaube an die Auferstehung und ich lebe ein Leben in der Perspektive auf die Ewigkeit. Ich bin nicht einfach im Hier und Jetzt. Ich denke nicht darüber nach, wie es mir nur gut gehen kann in dem nächsten Jahr. Ich denke darüber nach, Schätze im Himmel zu sammeln. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Wenn du mit Menschen zusammen bist, die nur auf die Erde sind, die nur über das Hier und Jetzt nachdenken, dann wird das deine Tugenden, deine Sitten verderben. Darum die erste Anwendung ist, irre dich nicht. Wenn du dich darauf einlässt, Menschen, Gemeinschaft zu pflegen, und ich meine nicht bloß eine Schule, einen Arbeitsplatz oder sowas mit denen zu reden, sondern sich so beeinflussen lassen von ihnen, ihre Gedankenwelt zu übernehmen, dass dieses Leben alles ist, dann wird das dein Leben beeinflussen. Wenn dieser Stein in deinem Leben fällt, sozusagen, es gibt die Auferstehung nicht, dann wirst du sehen, wie deine Moral fällt, Stück für Stück. Du wirst leben wie ein Gottloser. Darum, die erste Sache hier, die Paulus uns mitgibt, ist, überlege, wer dich beeinflusst. Ich denke darüber nach, mit wem du Gemeinschaft pflegst. Sind es Menschen, die dich ermutigen, für die Ewigkeit zu leben? Ermutigen, im Hinblick auf die Auferstehung zu leben? Oder sind das Menschen, die dich runterziehen? Paulus lehrt uns an so vielen Stellen, seid nicht irdisch gesinnt. Trachtet nach dem, was droben ist. Nach Jesus Christus. Das zweite ist, er sagt, werdet recht nüchtern. Ich würde eigentlich übersetzen, werdet rechtschaffend nüchtern. Also, wacht auf. Überlegt, in welcher Beziehung ihr zu Gott steht. Lebt ihr in rechter Beziehung zu Gott? Seid ihr rechtschaffend? Lasst euch nicht einlullen. Lebt heilig für den Herrn. Jesus kommt wieder. Toten werden auferstehen.
Darum werdet nüchtern. Lasst euch nicht einlullen. Seid wachsam. Lebt nicht zügellos wie die Welt, sondern seht die Dinge klar, wie sie wirklich sind, im Lichte der Ewigkeit. Sagt nicht einfach essen und trinken und alles ist vorbei. Seid ihr bewusst, welche Auswirkung die Auferstehung hat. Und denke klar darüber nach. Habe wache Sinne. Schlummer nicht. Lebe nicht so, als gäbe es keinen Morgen in der Ewigkeit, als ob alles vorbei wäre. Betrachte einmal dein Leben nüchtern. Jemand, der betrunken ist, kann nichts nüchtern betrachten. Wir sollen nicht betrunken sein. Wir sollen klare Sinne haben. Rechtschaffend nachdenken. Was machst du mit deinem Leben? Wofür lebst du? Was sind denn deine Lebensziele? Ist das Leben alles hier, was du ergreifst und haben willst, sind deine Schätze hier auf Erden? Oder bist du klar in deinem Denken, nüchtern? Kannst du es richtig einschätzen, was wirklich Wert hat, was wirklich hält, was wirklich zählt? Wie betrachtest du die Dinge? Eingelullt durch die Meinungen dieser Welt, die dir vorgaukeln, was irgendwie Wert hätte, was zählt? Oder siehst du es klar im Lichte der Ewigkeit, das, was wirklich zählt? Und wenn du nüchtern wirst, dann wirst du bereit sein, dein Leben auch zu geben, weil du verstehst, dass Jesus sagt, wer bereit ist, sein Leben zu verlieren und meinetwillen, der wird es gewinnen. Ja, du wirst nicht ein Attentäter werden, du wirst ein Wohltäter werden. Du wirst nicht jemand sein, der sich in den Tod begibt, um andere mit sich zu ziehen. Du wirst jemand sein, der in den Tod geht, um andere aus dem Tod zu reißen. Ein Wohltäter. Jemand, der anderen wohltut, nämlich indem er ihn Christus bringt und das ewige Leben und bereit ist, dafür viel aufzugeben und sich selbst zu verleugnen, damit Christus die Ehre bekommt und Menschen gerettet werden. Das Dritte ist, Paulus sagt, sündigt nicht. Wenn ein Komet käme, dann würde das Auswirkungen auf dein Leben haben. Weiß ich nicht, du würdest vielleicht einen Bunker bauen oder so. Wenn Jesus wiederkommt und wenn die Toten auferstehen werden, welche Konsequenz sollte das haben? Paulus sagt, sündigt nicht. Das ist die einzig angemessene Reaktion darauf, dass Jesus Christus wiederkommt und dass wir gerichtet werden, wenn wir auferstehen vor seinem Thron. Sündigt nicht. Nicht zu sündigen heißt, alles sein zu lassen, was Christus nicht gefällt, was nicht zu diesem Himmel passt. Was nicht dazu passt, dass Jesus sagt, ihm ist alles unterworfen. Wenn da irgendetwas ist in meinem Leben, was sich widerhebt, was sich erhebt und ihm widerstrebt und gegen ihn kämpft, wenn es da Sünde gibt, Rebellion, weg damit. Denn er muss herrschen in meinem Leben. Alles muss ihm unterworfen sein. Sündigt nicht. Die Frage ist, bist du mit Adam, der sündigt und sich entscheidet gegen das Leben? Oder bist du mit Christus, der gestorben ist für die Sünden und auferstanden, damit wir nicht mehr für die Sünde leben? Es gibt nur diese beiden Optionen. Sündigt nicht, das bedeutet zunächst einmal, kehre um von deinen Sünden. Tue Buße, wende dich davon ab und wende dich Jesus Christus zu. Unterwerfe dich, unterwirf dich seiner Herrschaft. Er hat den Tod besiegt. Glaubst du das? Glaubst du, dass er dein Herr ist? Sündige nicht. Wenn er dein Herr ist, dann gehorche ihm. Jesus fragte einmal Martha. Er sagt, ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da glaubt, der lebt, an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und dann fragt er Martha, glaubst du das? Glaubst du das? Gottes Wort, Gott fragt dich heute. Glaubst du das? Ihre Antwort war, ja, Herr, ich glaube. Und dann wird sie leben, selbst wenn sie gestorben ist, und wird in Ewigkeit das Leben haben. Kannst du das sagen? Dann sündige nicht. Wie wir heute gelesen haben in unserer Lesung, wo Jesus diesen Mann, der gelähmt war, heilte. Jesus sucht ihn auf und sagt, geh hin, sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres geschieht. Ist dir das aufgefallen im Text? Die Konsequenz, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist, bedeutet, dass wir unseren Sünden sterben und dass wir hinfort für ihn leben.
Wenn Jesus wiederkommt, wenn er auferstanden ist und wenn wir auferstehen werden, dann ist die einzig richtige Konsequenz, die Sünde zu hassen, die Sünde zu lassen. Ist das der Fall in deinem Leben? Hast du dich gegen die Sünde entschieden? Oder lebst du darin, liebst sie und pflegst sie? Dann liebst du nicht den Herrn Jesus Christus, den Auferstandenen, der kommt. Denke darüber nach. Das vierte und letzte ist jetzt dann von der Anwendung. Kein Mensch sei in Unwissenheit, besonders nicht in der Gemeinde. Er sagt hier, manche sind in Unwissenheit über Gott, zur Beschämung, sage ich es euch. Die Korinther sollten sich schämen dafür, dass es tatsächlich einige in ihrer Mitte gab, die sagten, es gibt keine Auferstehung. Das zeugt von ihrer gewaltigen Unwissenheit. Schämen sollte man sich dafür. Und dieses Schamgefühl, das sollte sie dazu bewegen, dass sie umdenken, dass sie umkehren. Die Korinther waren immer noch Kleinkinder im Glauben, das haben wir auch gelernt in den ersten Kapiteln. Sie rühmten sich für so viel Erkenntnis, aber sie erkannten nicht einmal, was das bedeutet, wenn jemand unter ihnen sagt, dass es keine Auferstehung gibt. Wisst ihr, in Hebräer Kapitel 5 heißt es, ich habe euch darüber noch so viel zu sagen, und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Ihr seid müde geworden zum Hören. Ihr hört gar nicht mehr richtig zu, was euch gesagt wird von Gott. Ihr seid halbherzig dabei. Jesus hat einmal gesagt, seht zu, wie ihr hört. Ihr hört nicht richtig zu. Ihr seid träge geworden. Und dann sagt er, denn während ihr der Zeit nach schon Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe und Aussprüche Gottes sind. Und in Hebräer 6 sagt er uns dann, was zu den Anfängen des Christentums gehört. Der Glaube zum Beispiel an eine Totenauferstehung. Basics, ABC des christlichen Glaubens. Und es gab tatsächlich welche in Korinth, die das in Frage gestellt haben. Wie bitte wirklich? Schämen sollte man sich dafür. Nun, die Frage ist zunächst einmal, bist du unwissend in Bezug auf Gott? Bist du träge geworden zu hören und sitzt hier vielleicht Sonntag für Sonntag, aber in Wirklichkeit hörst du gar nicht richtig zu? So dass du gar nichts mehr aufbaust auf den Basics, auf dem Fundament, sondern dass es immer schwächer wird und letztendlich sogar die Fundamente des Glaubens in Frage gestellt werden? Niemand von uns sollte Unkenntnis haben, sondern jeder sollte wachsen in der Erkenntnis Jesu Christi. Es hat Auswirkungen, wenn du in Unkenntnis bist. Wenn du in dem Dschungel bist und du weißt nichts von dem Komet, was passiert? Du kannst niemals irgendeine Sicherheitsvorkehrung treffen. Du hast gar nicht die Möglichkeit, einen Bunker zu bauen. Und das überhaupt hilft. Weißt du, wenn du darüber informiert bist, dass etwas kommt, etwas Gewaltiges, und es ist weit größer als ein Komet, Jesus Christus, der Gerechte. Und vor seinem Angesicht wird die ganze Welt in Feuer aufgehen, sagt die Schrift. Berge werden schmelzen. Alles wird in Flammen aufgehen. Nun, Unkenntnis darüber wird sich zeigen in deinem Leben. Wie ist es mit dir? Arbeitest du daran, in Erkenntnis zu wachsen? Denn je mehr gute Erkenntnis du hast von Christus, desto mehr wirst du auch danach leben und es wird Auswirkungen haben in deinem Lebensstil. Und nicht nur die Frage, was mit deiner Erkenntnis ist, sondern auch, gibt es Menschen in unserer Mitte, von denen du weißt, die Unkenntnis haben, also die in Unkenntnis sind? Was ist mit den Menschen um uns herum? Wo stehen die? Also wenn die Auferstehung tatsächlich geschehen ist und wenn das etwas ist, was die ganze Welt verändert, ist das nicht etwas, was würdig ist zu verkündigen und bekannt zu machen? Es sei denn, du glaubst nicht wirklich an den großen Auswirkungen dieser Tat Jesu Christi bei seiner Auferstehung. Aber wenn du das glaubst, dann wirst du dich darum bemühen, dass andere nicht in Unkenntnis bleiben, sondern dass sie es hören. Wenn du dich nicht darum bemühst, dann glaubst du nicht wirklich welche Auswirkungen das hat. Ich verkündige euch nicht einen Komet, der auf uns zukommt. Ich verkündige euch Christus. Sind wir bereit, wie Paulus, mit wilden Tieren zu kämpfen, damit der Glaube bekannt wird und damit Menschen nicht in Unkenntnis bleiben, sondern hören von dem, der gestorben und auferstanden ist für uns, damit sie das ewige Leben finden. Möge der Herr es uns schenken, dass die Auferstehung Christi große Auswirkungen hat in deinem und meinem Leben, zu unserem Segen und zur Ehre des auferstandenen Herrn. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten.
Herr Jesus Christus, wir wissen und wir glauben, dass du hier bist, dass du jeden Einzelnen von uns siehst, kennst durch und durch. Und du weißt, ob wir das Leben haben in dir, ob wir zu Adam gehören oder ob wir zu dir gehören. O Herr Jesus, wir bitten dich, hab Erbarmen mit jedem, der noch im Tod ist. Erbarme dich, dass jeder wahren Glauben an den Auferstandenen hat und dadurch ewiges Leben. Wir preisen dich, Herr Jesus, dass du den Tod besiegt hast, dass du unseren ärgsten und schlimmsten Feind besiegt hast und uns Hoffnung schenkst, das ewige Leben ans Licht gebracht hast. Herr, wir flehen, dass diese Wahrheit, dass wir sie wirklich erkennen von Herzen und dass mit der Erkenntnis wahre Lebensveränderung einhergeht, dass wir nicht die gleichen bleiben können, weil wir wissen, dieses Leben hier auf Erden ist nicht der Rede wert im Vergleich zu der großen und ewigen Herrlichkeit, die auf uns warten. Und darum hilft, dass jeder Einzelne von uns investiert in die Ewigkeit, in das wahre Leben. Denn das, was sichtbar ist, vergeht. Aber das Ewige hat ewig Bestand. Und nur das wird bestehen, das in dir Jesus Christus ist. Und darum, Herr, verändere uns durch diese Wahrheit. Lass nicht zu, dass wir schlafen, schlummern, sondern dass jeder von uns nüchtern ist, rechtschaffend, dass wir nicht sündigen. Hilf uns, Herr Jesus Christus, dass wir die Gemeinschaft mit denen meiden, die uns verführen, nicht an die Ewigkeit zu denken, sondern dass wir vielmehr kämpfen wie Paulus, auf dass auch sie aus ihrer Unkenntnis gerettet werden. Herr, lass dieses Wort nicht an uns vorübergehen, sondern lass es Großes ausrichten in uns. Herr Jesus, komme bald. Unterwerfe du alle deine Feinde, sodass dem Vater im Himmel alle Ehre gegeben wird durch den gehorsamen Sohn Jesus Christus. Und du der Erstling und wir, die wir folgen, wir freuen uns auf diesen Tag, auf deine Wiederkunft, auf die Auferstehung. Und wir bitten dich, lehre uns, was es bedeutet, im Lichte dieses Tages zu leben. Das schenke uns um deiner Ehre willen. Amen. Amen. Amen.